Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 Community Projekt auf der Map Holzhausen Forst und Landwirtschaft mit dem Fabi und dem Björn. Hallo. Wieder mal hier oder beziehungsweise immer noch am Feld 17 dreschen. Aber wir haben mal die Rollen getauscht, beziehungsweise ein kleiner Rollenwechsel. Jetzt habe ich mir mal den Johann geschnappt mit dem Brandner dahinter und fahre den Fabi ein bisschen ab. Achso, hier drin steht's anders. Okay. Naja, dann willst du ja auch die Gruppe zu einfach machen. Ich hab, ich hab ja letztes Mal gesagt, dass die BGA so schön sei. Können wir auch gleich mal zeigen, oder? Ja. Kann ich ja mal hinfahren. Dann stelle ich den Dinger hier mal ab. So. Am besten nicht aufs Feld, weil da muss ich jetzt säen. Am besten, wo es schon gesät ist. Ja. Ist das so schlimm? So. Das sieht ja gut aus hier. Oder du musst durchsehen, das geht natürlich auch. Da ist sie ja schon, die BGA. Du bist aber schnell tot. Ja. Gut. Wir haben einen kleinen Bogen, oder wir fahren gerade einen kleinen Bogen, weil der Eingang auf der anderen Seite ist. Ah. Oh. Jetzt muss ich das Türchen hier noch aufmachen, auch schön. Oh. Ja, ich finde es gut, dass die erste zu viele Map-Träger eingebaut hat. Ja. So, hier haben wir unsere Waage. Ja, die funktioniert aber nicht. Oder? Gucken wir mal von der anderen Seite. Alles gut. So, dann haben wir gegenüber irgendwie so ein... Was ist das? Können wir auch gleich mal gucken. So ein Holzwerk, oder? Mal gucken. Da haben wir unsere Keilsilos. Unsere BGA, wo wir reinschütten können. Kann man das offen machen hier? Das wäre natürlich krass. Jo, kann man sogar offen machen. Was kann man denn hier reintun? Ah. Was ist das hier? Ist das ein Lager? Hm. Hab hier ein leichtes Driften hier, wa? Naja. Okay. Also hier haben wir dann drei Keilsilos. Unsere Werkstatt wieder. So, dann fahren wir mal rüber. Wie viel haben wir eigentlich schon im Silo? Ich finde das schön schnucklig hier, die... Oh, schon 7.049. Aber ich würde auch nicht... Weil wir realistisch spielen, würde ich auch sagen, dass wir keine Felder so zusammen verbinden. Nee. So. Das geht auf der Map auch wieder schlecht. Wenn du die verbindest, dann ist irgendwie allgemein dieses Handling und sich viel ein bisschen kaputt. Ja. Dann kann man gleich vierfach Map sagen, ne? So groß wie Wälder sind. Hat man gecheatet. Ah, kannst du hier Holz lagern? Ja, das ist ja krass. Das wäre ja cool. Aha. Sehr cool hier, muss man ja sagen. Kannst du es offen machen? Nein. Hier bestimmt aber, oder? Jo. Ah. Das ist sozusagen, ist das sozusagen auch so ein kleiner Hof, wieder mit einer Werkstatt bei. Arbeiter arbeiten, obwohl wir noch nicht mal was geliefert haben. Naja. Ich kann in der BGA. Roxy. Bitte? Ich kann in der BGA. Ich bin in der BGA, ja. Oh. Mhm, hier haben wir nochmal so ein Silo für Hackschnitzel. Ist das Hackschnitzel? Weiß ich gar nicht. Schätze ich mal. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus.
Auf der anderen Seite kann man da irgendwas dann rausholen. Ah, hier wird nochmal so ein Raum. So eine Hütte. Oh, der Sonnenuntergang. Oder Sonnenaufgang. Wir haben ja 6.54 Uhr. Naja. Ich will mal wieder zu Fabi fahren. So. Auf geht's. Ja, ja. Ich glaube, der Drescher. Alles. Ich glaube, unser Drescher hat auch die höchste. Wie komme ich denn jetzt am besten wieder zu? Erreicht von schmutzig sein. Oh ja. Nur noch der New Holland, ich meine ich. Er muss noch mal. Dass du nur so wenig hattest mit diesen schmutzigen Fahrzeugen. Bitte? Das mit den schmutzigen Fahrzeugen, das gab es im LS11 als Spot schon bei einem Klassmähdrescher. Und im LS15 hat das Giants erst eingeführt. Also das ist auch ein bisschen fragwürdig. Aber vielleicht haben sie es irgendwie nicht hinbekommen. Vielleicht hat es vorher irgendwie bei denen geleckt oder so. Als sie das ausprobiert haben. Ja, aber. Naja, auch allgemein, ich finde am geilsten die Vorsicht, also dieses Drift in die Kurven, das ist voll, ne. Die Frage ist, ändern die das nochmal ab, oder? Das ist eine echt gute Frage, glaube ich. Bitte? Also das soll zwar im Patch kommen, aber wann genau, wie ist jetzt noch keiner so. Ja. Also da gab es ja schon so einen, sagen wir mal, kleinen Patch, ne? War aber nur irgendwie für die einen schwarzen Bildschirm irgendwie so haben. Meinst du diesen Day-One-Patch oder den Patch mit 26 Megabyte? Ja, keine Ahnung, wann der... Also den letzten Patch hier, der rauskam. Boah, keine Ahnung. Ui, wo hast du das gesehen? Den ja. Ist irgendwie hinausgeschossen, wa? Ja, der T4 geht ab, will ich sagen. Guck dir das mal, Alter! Boah! Oh! Baum! Ja, das hatte ich ja auch schon oft. Also da muss man das Rohr schnell wieder einfahren. Und dann wieder raus, nein. Habe ich die Höhe unterschätzt, ey. Hier geht's dann gleich weiter. Boah, dann dünge ich jetzt schon mal, gell? Komm, jetzt fahre ich mal eine Runde um Kreisverkehr. Hab bloß kein Schild um. Nein, ich doch nicht. Auch sieht man hier gut die digitale Anzeige von diesem New Holland T4. Sieht schon gut aus. So. Boah. Komm. Na, bist auch fast voll, wa? Ja, 93%. Alter, ja, voll. So, dann wollen wir zum Hof fahren. Diesen coolen Trigger besuchen, Abladetrigger. Der finde ich ja aber klasse. Hast du den offen gelassen? Ja, ne? Ja, habe ich offen gelassen. Ich wusste jetzt zum ersten Mal weg, wie ich den jetzt wandeln soll, also. Ich wollte drauf fahren und aufmachen, aber wer weiß, wo dann der Traktor landet wäre. Wäre dann vielleicht nicht so gut gewesen. Ja, da haben wir den zweiten Hänger schon stehen. Guck, das könnte aufklappen. Sieht sehr gut aus. Dann können wir mal. Wollte ich mal auch gucken. Ups. Ja, das ist unser Silo sozusagen. Aber Weizen. Gerste. Raps. Und Mais. Was haben wir hier noch? Als wir gerade nicht so gesprächig sind, könnte es gerade sein, weil es
schon ein bisschen spät ist. Genau, sozusagen eine Spätaufnahme. Ja. Also, könnte jetzt daran liegen, falls wir gerade nicht so viel reden, könnte es daran liegen. So, spät, Stunde aufnehmen. Ja, muss halt sein. Vielleicht finden das sogar jetzt welche angenehm, wenn man nicht so viel blabbert. Ah. Einfach so ein bisschen zugucken. Die Map genießen. Ja. In ihrer schönen Pracht. Fabio, das ist irgendwie immer deine eigene Logik hier, wie du dir das Feld machst. Ja. Das teilst du immer so ganz schön ein, ganz schöne Scheibchen so und dann. Und dann immer eins nach dem anderen. Ja, das ist immer schön. Freut mich. Kreis fahren, der ist ja ein Kreis liegen, ey. Kann ich gar nicht im Kreis fahren? Nee, ich brauch ein bisschen Bewegung im Spiel hier. Was hast du denn hier gemacht, Mensch? Was stehen gelassen hat er? Nee, was sollst du dir zeigen? Musste ich grad mal. Nee. Fährst du hier gleich wieder auf andere Hälfte oder machst du erst die Hälfte zu Ende? Nee, ich fahr's der Hälfte zu Ende, ich tritt gleich um. Und vorne zurück. Ah, okay. Sehr interessant. Guck, haben wir auch erst zugelernt. Die gute Ernte. Da ist doch schon eingesät. Ja, sieht man auch gut. Kommt hier hoch. Boah, gerade so, ey. Komm, jetzt fahren wir dein Röhrchen aus. Röhrchen. Er hat Röhrchen gesagt. Ja. Ich hab Röhrchen gesagt. Mein Gott. Wie schlimm. Nicht schlimm. Ich hab gesagt, wie schlimm ist das denn? Sehr, sehr schlimm. Very schlimm. So, dann können wir mal kurz. Very great Bahn hier. Den Hänger abstellen. Stellen wir mal hier ab. Mal sagen. Mal Tiere anschaffen. Und dann fahren wir. Jetzt schon. Was? Ja. Jetzt also schon Tiere? Nee. Das wird schwierig. Was denn? Jetzt schon Tiere anschaffen. Wie willst du denn die füttern? Das geht da gar nicht. Tiere? Und Stroh ging's rein theoretisch. Wir brauchen. Gar kein Geld dafür. Ah ja, das hast du da. Auch schöne Anhängerkupplung hier, muss man ja sagen. Sag das mal vielleicht in 30 Folgen, wo wir dann knappe 10 Millionen auf dem Konto haben. Dann kannst du das mal sagen. Fabi, ich bring dir da mal deinen Schneidwerkswagen zum anderen Feld schon, ne? Ach, Silberabfeld, ja. Ich würde dir raten, an die Straße zu stellen, dann steht er nämlich nicht im Weg. Aber ich doch, Mensch. So. Ja, Hülimann mit Spritze. Du bretterst da auch wie so ein Wilder runter, ne? Ja, das ist. Warte, ich guck ganz kurz noch was im Shop. So. Das ist aber fast Zeit mit ganz großen neuen Inhouse-Maschinen. Bitte? Kommst du auch nicht gut zurecht. Nee. Ich denke mal, das wäre dann zu groß. So, ich komm dich nochmal einmal abfahren. Jetzt teilt er nochmal das Feld, also. Das ist ja. Ja. Alter, hab ich noch gar nicht gesehen, das ist das Opa-Ding hier. Ja, immer wieder. Komm, jetzt fahr nochmal dein Röhrchen aus.
zum Schluss der Folge. Schon bei Gülle fährt er diesen einen Gruber, der automatisch mit Gülle spritzt. Schon? Hat ja auch noch nicht, das ist richtig. Cool. Da hat er mich verarscht. Da nimmt er die andere Seite. Ja. So. Muss einfach sein. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, weißt du? Jetzt höre ich auch mit der Aufnahme. Weißt du? Jetzt mache ich ein Abschlussbild mit Björn. Nein. Moment, habe ich das finden? Komm her. Guck, ich bin inzwischen für dich. Guck hier. Ich komme ganz brav zurück. So, nein. Ich würde sagen, wir machen heute mal pünktlich Feierabend. Oh ja, ja. Ist echt nicht schlecht. So, ja, wir sagen einen schönen Abend noch. Wir nehmen es abends zumindest auf. Morgen. Ja, schönen oder Tag so. In den Tag. Schönen Tag in den Tag. Ach Gott. Ja, ja. Björn, gibt's, ja. Gibt's auf. Ist zu ja. Spät. So. Ich höre einfach auf. Wir sagen einfach gute Nacht. Ach, gute Nacht. Das wird's Beste sein. Oder wir sagen. Das Spiel fängt gerade erst an. Ja, oder wir sagen bis zur nächsten Aufnahme. Das wird gut. Ja, so. Abschluss. Tschüss. Ciao.